Moin, moin. Mein Name ist... Ah, Rüsselschwein. Nein, so heiße ich nicht, aber das haben wir jetzt gefunden. Nee, was ich sagen wollte. Ja, erstmal moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Mathilde. Hallo. Ich weiß nicht, ich muss mal aufpassen wegen den Speichern. Scheiße, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ameisen. Ja, warte. Nicht warte, reinkommen. Die gucken jetzt zum Lagerfeuer. Oh, jetzt habe ich die sauer gemacht. Scheiße. Ups, hätte ich nicht machen sollen, ne? Hat man nicht alles weggegessen, was da drauf war? Wir haben noch Neues draufgepackt. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Das bricht ja alles zusammen hier. Die zwei schaffen wir. Oh, das sind mehr als zwei. Aua, hat mich erwischt. Oh, ich bin gleich tot. Rennst du hin? Weg. Bleib stehen, du Kackameise. So, ich habe sie zum Schluss noch aufgespießt. Sehr schön. Ach, das bist du. Ja, das bin ich. Da fällt mir ein, ich brauche mehr Speere. Kann man die Strukturen wieder reparieren? Ja, glaube schon. Ich hoffe es. Ich brauche auch noch einen Speer, neun. Ich versuche mehrere zu bauen. Nee, wie kann man reparieren? Wer ist denn repariert? Bist du am Reparieren? Nee, ich bin in der Workbench. Plant Fibers, Brick und Pebbles. Liebe Katze. Na, wir brauchen ja Fliegen von diesem Gunfoods da. Ja, du hattest hier auch die Unterteile noch fertig gebaut. Nee, du hast nur hier gemacht. Da muss ging eben. Achso, auf der anderen Seite ging nicht. Hm. Gut. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Speere gemacht. Wie viele denn? Wie bitte? Oh. Ich höre dich nicht. Entschuldigung, ich habe vier im Inventar, Katze. Also, hast du einen. Kann ich mir noch auch einen schnappen? Ja, ich habe. Nur einen. Nimm mehrere mit. Okay. Ich habe die eine in eine Kiste gepackt. Weil ich habe noch welche, aber die sind zwei davon sind kurz davor kaputt zu gehen. Du kannst die mit R werfen. Okay. Na? Das heißt, manchmal, wenn die zu schnell sind, so wie gerade meine Ameise, dann drücke ich da R und dann kriegt sie nochmal einen Speer in den Popo. Okay. Der Plan für heute ist erstmal was zu essen mitnehmen. Was anderes für dich? Ja. Ich habe noch was, danke. Und ich nehme es trotzdem mit. Geht das Feuer dann aus? Nicht, dass noch die Ameisen anlockt. Nee, dann, wir wollten nochmal zum Baum. Wir brauchen ganz viel Ahornschalen. Und genau. Harz war das auch, ne? Warte, ich guck nochmal, was wir brauchen für... Also ich wollte gerne diesen Ahorn-Brustpanzer haben. Ja. Ich guck gerade nochmal, wo das war. Ah, hier, Workbench-Gear. Also Ahorn, hier dieses Maidfass brauchen wir. Das kriegst du vom Fliegen, aber dafür brauchen wir... Genau. Da brauchen wir für die Maske alleine fünf. Die Maske brauche ich nicht, dann nehme ich die Maske für nämlich von für Chestplate brauchen wir drei Ahornschalen. Da brauchen wir auch Ahornschalen und hier... Meine Idee ist, weil Ameisen gibt es wie Sand am Meer... dafür den Helm von den Ameisen zu benutzen und die anderen Sachen von den Ahornen zu nutzen. Ich weiß aber nicht, was was mehr aushält. Das steht da, glaube ich, auch nirgendwo, oder? Mm-mm. Ich muss noch mal gucken bei diesem Ameisenhelm, weil da braucht man auch fünf von diesem Maidfass. Also für beides braucht man fünf von denen. Von daher ist das eigentlich egal. Naja, aber lass uns schon mal zum Bäumchen. Ja, das ist ja unser Holz, das hier liegt. Oh, ich bin in der Tür gewesen.
Vielleicht geht in der Zwischenzeit dann auch mal die Sonne auf, wäre ganz toll. Joa. Ich hol mir noch mal kurz Wasser runter. No water filtration tablets needed. Da ist noch einer. Nee, ich glaube, der andere ist das. Man braucht den gar nicht. Komm her, du Wassertropfen. Man braucht den gar nicht ganz kaputt machen. Man braucht nur gegenhauen, ja? Ja. Ich hau die immer ganz kaputt, weil ich denke, anders kommen die nicht runter. Da war ein Stein peppelt. Aber man kann bestimmt auch mit dem Dings einfach gegenhauen hier mit der Faust. Bestimmt. So, und diesmal haben wir die Schlafzimmertür zugemacht. Versuchen aber trotzdem nicht so laut rumzubrüllen. Ja, es sollte jetzt kein Problem sein. Das ja. By the power of Helion, champion of the sun. Ja, cool. Genau. Mal gucken, was die anderen sagen, wenn die mal vertont sind. Ich glaube, irgendwie im Vormenü sind Hups sagt zwar noch was oder Hops, aber der etwas schwarze Typ, der sagt ja gar nichts. Oder ist die Spinnenhöhle? Ja, da schnell weg. Ab wann sind denn Spinnen aktiv? Das wäre mal interessant. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja eine Tageszeit, wo die nicht aktiv sind. Hammer Time! Komm her, du Schale! Alles ist gut, auch das Essbare. What do we have lurking around out here? Oh, hier ist noch eine Schale, ja, hast du. Gehen wir mal weiter. Ah, da ist die nächste. Also News. Ja, da ist auch wieder Eingang in eine Spinnenhöhle. Nee. Spinnenhöhle brauche ich nicht. Hier ist noch ganz viel. Brauch nur Haselnuss. Hier braucht noch eine Ahornschale. Das sind keine Haselnüsse. Ja, Ahorn, ja. Das sind so unterschiedliche Pflanzen. Ja. Auch die Nussschalen, Punkt. Okay, darum will ich mich. Ganz viel brauche ich davon. Aber ich habe ja noch nicht mal einen Helm im Gegensatz zu dir. Bei dem einen kommt manchmal nur Essen raus, bei dem anderen kriegst du 3-4 Schale. Weil wir brauchen da richtig viel von. Naja. Weiß nicht, was ich falsch mache, aber die Speere nehmen Platz weg. Das habe ich nicht bedacht. Aber da gehen zwei gehen ja eh gleich kaputt. Also von daher habe ich dann wieder Slots frei. Aber man sieht im Dunkeln auch nicht so richtig viel, ne? Nope. Oh, das sieht nach einer Spinnenhülle oder so aus. Sowas finde ich immer gut. Das hat mich bei Witcher ein bisschen angekotzt. Mein Torch ist kaputt. No Torch for you. Torch ist kaputt. Kaputt. Bist du in die Höhle reingelaufen? Nein. Oh nein, da brauche ich Woven Fiber und Dry Grass Chunk für. Habe ich beides nicht. Jetzt sehe ich nichts. Oder nur wenig. Ja, ich komme, wir müssen mal zusammenbleiben. Und dann auf dem Rückweg uns neue Fackeln machen. Hier geht's aber tief runter, du. Ah, hier, das Ding hier. Was ist hier? Warum leuchtet denn hier alles? Achso, das war hier die... Genau. Da war noch Sap. Sap. Ja. Man könnte auch gucken, ob man hier hochklettern kann. Ja, kann man gucken. Wenn man hier hochkommt. Aber hier gibt es keine Ahornnüsse. Irgendwas klingt da ganz fies. Nur nix. Aber hier ist ein Seil. Ah!
Es ist kein Seil. Das ist ein Spinnennetz. Ja, genau. Hm. Was ist das für eine Spinne, ey? Links haben wir auch was und da... Oh, die ist da unten. Soll ich mal leuchten? Oh, die ist ganz schön fett. Mhm. Da hinten... Ich glaube, die Spinne schnarcht. Da hinten scheint ein Wissenspunkt zu sein. Das Problem ist, dann kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Hm. Wollen wir es echt riskieren? Bei der Spinne langlaufen? Bist du irre? Ja, aber es geht hier runter. Kann man hier nicht links rumgehen? Jetzt bin ich unten. Hier ist ein Ahorn. Nuss. Vorsicht. Ameise. Hinter die Ameise! Wo ist mein Speer? Ah, da ist mein Speer. Okay. Wo war denn das Ding? Ach, das leuchtet. Hä? Scheiße Spinne! Komm, weg, 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 weg. Zurück, 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 zurück. Komm mal hier nochmal. Ich folge dir, ich folge dir, ich folge dir. Kommen wir hier wieder hoch? Ja. Das ist hier mir im Dunkeln zu... Wir hauen hier ab. Okay. Das ist hier Spinnengebiet. Das lassen wir mal in Ruhe. Okay. Ich habe sie nur gesehen vom Weiten schon. Wir hatten letztes Mal dermaßen Probleme. Ich glaube, gegen eine Spinne helfen hilft absolut vielleicht ein Bogen. Wir sind zu hoch, oder? Sind hier doch irgendwo geklettert. Hier geht's nur weiter hoch. Geht's da auch wieder runter? Ja. Bringe das Licht. Sehr gut. Ich bin der Lichtbringer. Schade, da gab's noch ein bisschen Ahorn. Hier so ein paar Nüsschen, ne? Hm. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Ja. Wenn wir Fliegen sehen, Fliegen müssen wir unbedingt töten. Oh ja, die brauchen wir. Ah, hier sind noch ein paar Pilze. Kannst du Pilze sammeln? Oh. Dafür keinen Platz. So hast du keinen Platz? Ja, weil ich halt so ein Messi bin. Ich sammle alles. Jetzt sind zurück. Sehe nichts. Ich auch nicht. Wo ist denn jetzt hier verdammt nochmal der Baum? Soll wieder nach Norden laufen, ne? Ah. Ah, hier ist noch was. Ich weiß auch nicht, wie schnell die spawnen. Das weiß ich auch nicht. Aber hier ist der nächste. Ich will nichts sagen, hinter uns ist eine Spinne. Oh. Hinter uns. Oh, da. Das heißt, wir rennen da weg. Und lass mal hier schnell über den Baum und Tschüssikowski. Oh, man kann auf den Dingern rumklettern. Cool. Bin hier unten beim Pilz. Ja, ich sehe dich. Wollte nur die Spinnen nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt ist auch mein... Oh, das ist ja super. Lichtding im allerwertesten. Das heißt, wir müssen jetzt im Dunkeln den Weg zurückfinden oder wir gehen nochmal ins Labor und quetschen den Roboter ein bisschen aus. Ja, super. Labor. Am Arsch. Das heißt, es ist Rückzug im Dunkeln. Fuck. Was ist das denn hier? Ich bin auf einer Steinplatte. Ich bin im Laboreingang. Hm. Und zwischen uns ist eine Spinne. Toll. Ah, ich bin am Teich. Sieht bestimmt cool aus, wenn es nicht dunkel wäre. Mm. Ist die Spinne noch im Eingangsbereich? Ich hab keine Ahnung, ich bin erst mal reingegangen. Ja, dann... Oh ja, auch nicht auf dich warten. Ö. Super.
gucken, ob ich hier irgendwo noch was analysieren kann. Ich sehe sie. Ich bin weg. Und ich bin irgendwo runtergefallen. Das ist scheiße. Ich analysiere mal ein bisschen was. Ja, das habe ich mitgekriegt. Man kann bestimmt tauchen. Ah, die Spinne ist hinter mir her, glaube ich. Die ist komischerweise immer da, wo ich war. Gasmaske. Okay. Für Gebiete, wo du pupst. Aha, wow. Was du für Witze, was für Witze du machst, ansonsten pupse ich hier und gleich. Ich muss erstmal nach Hause finden. Oh, hier geht's noch weiter runter. Hier waren wir letztes Mal gar nicht. Ich denke, wir haben alles erforscht. Nein, wir waren hier unten. Hier geht's noch weiter runter, da waren wir gar nicht. Ah, super. Aber viel ist hier nicht. Ja, hier leuchtet ja alles. Scheiß Nachbarhäuser. Es ist denn mittlerweile etwas heller draußen. Wir waren hinter Tropikop-Punch, ne? Oder hinter dem Eistee. Ich glaube, nach hinten. Nee, beim Tropico-Punch waren wir. Oh, da bin ich noch einiges entfernt. Oh, jetzt haben die Nachbarn das Licht ausgemacht. Das war vielleicht zu tief. Aber die Sonne geht bald auf. Es wird schon heller draußen. Kann ich mich ja langsam vorsichtig aus meiner Höhle wagen. Ja, jetzt sieht man auch wieder was. Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich den Weg schaffe ohne einer Spinne. Ja, sobald du ins Grasgebiet schaffst, dann wirst die Spinne immer locker los. Bin zu Hause. Zu Hause im Glück. Das heißt, dann muss ich ja nur noch dem folgen, was du mir anzeigst. Also ja, ich auf der Karte, ich bin direkt im Gebiet. Das ist gut. Nee, warte mal, ich muss ja. Okay, das geht wirklich nicht. Schade. Schade wieder nicht. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Denn? Wir brauchen Kleeblätter. Die wachsen bei uns einmal um die Ecke. Gut. Ich bringe auch trockenes Gras ein bisschen mit. Ich bin hier nämlich gerade bei. Oh, trockenes Gras. Nimm mal da auf jeden Fall was mit. Das brauchen wir auch. Stimmt, die wachsen bei uns um die Ecke. Das ist praktisch. Und zwar en masse. Dann sammle ich die mal en masse. Hier ist ein großes Kleeblatt, oder? Nee, egal. Eine Fliege! Töte sie! Ja, die war auch schon fast tot. Sehr gut. Ah, ich krieg das Fleisch nicht, aber ich habe 3 Futs rausgekriegt. Das Fleisch ist jetzt fast, ja, es ist das, was immer fast heißen soll, Forts.
Ich glaube, das heißt so. Ja, nicht Wolle, aber irgendwie sowas in der Art eben. Jetzt haben wir 4 Fass. Oh, hier ist ein Speer. Ich habe einen Speer gefunden. Ja, kann von mir sein. Bring mal mit, die werden ja nicht schlecht. Das ist das Gute bei den Speeren, die bleiben liegen und gehen ja nicht kaputt. Hm? So, habe ich genug? Ich bin zu Hause. Hallo. Hi. Hallo. So, ich habe mir ein Armor gemacht. Die restlichen Ahorn-Dinger packe ich hier erstmal rein. Damit du dir auch erstmal eine Rüstung bauen kannst. Ach, das Fleisch wird auch schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ja. Ich habe nämlich jetzt 3 Fleisch, die verbraucht sind quasi. Fiber brauche ich erstmal. Dann habe ich noch eine Nase. Aber ich muss erstmal Zeug sammeln gehen hier und Pflanzenfiber. Ja, Fiber brauche ich auch. Ich muss nämlich Seile machen. Und ich habe eine Katze, die mir direkt... Na, okay, da darfst du dich hinlegen, Kätzchen. Komm mal mit, ich brauche auch Fiber, ganz viel Fiber. Ich laufe hier eigentlich nur so ein bisschen in der Umgebung rum. Jo, gibt ja ganz viel. Also wir müssen ja immer diese Seile draus basteln. Ja, ja. Und dafür brauchst du ja immer 3 Stück. Von dem trockenen Gras hast du da was mitgenommen? Ja, ich habe da momentan 12 in meinem Inventar. Oh gut, das sollte reichen, dann brauche ich hier nichts mehr abernten. Du kannst ja trotzdem machen, das schadet ja nicht. Ja, gut, dann will ich mir auch was. Ja, ich meine, wenn du schon eh unterwegs bist. Es ist gleich um die Ecke. Auch ja, das okay. Wächst bei uns wie Unkraut gleich in der in die Ecke. Das ist gut. Low Stamina. Ach so. Ausdauer. Ausdauer, ja, schon klar. Ach, da ist unser Haus. Schade. Spinne kämpft nicht gegen Marienkäfer. Oh, ich habe eine Schnecke bei mir. Cool. Ob man die Schnecke töten kann? Du kannst es versuchen. Ich weiß es aber nicht, ob du es alleine probieren solltest. Oh, schon wieder Fleisch schlecht geworden. Verdammt. Wie schnell soll man das denn kochen? Cloverleaf und... Ach, jetzt habe ich aus Versehen 2-mal Dings gemacht. Hast du Knieschoner? Nein, Knieschoner habe ich nicht. Gut, ich habe mich aus Versehen 2 gemacht. Fantastisch, da brauche ich keine machen. Ach, da hat jemand schon Fleisch weggeworfen. Die Sachen Moment, bleiben wie lege ich die an? Trage ich die einfach nur, oder? Öffnest die, also im Menü, und dann ziehst du sie rechts rüber. Wahrscheinlich geht das auch mit Doppelklick, wie bei Conan, aber... Ja, geht. Ich war nur im Craft-Menü, daran lag es. Guck mir jetzt die Schnecke an. Eigentlich kann man die Schnecke ja essen, ne? Ja, die sind sogar mancherorts eine Delikatesse. In Europa oder nicht Europa? In Europa. Escargot. Scheint leer zu sein, aber ich kann damit nichts machen. Das ist ein leeres Schneckenhaus. Kann ich kaputt machen? Ne. Axt. Hat mich auch gewundert. Oh, wir haben einen Pool vor unserer Haustür. Planschi, planschi, planschi. Ein Pool? Ja, hier ist so ein großes, so eine Pfütze.
voll der Pool eben. Ach so. Das ist unser Haus. Bist du am Haus? Ja, in einer groben Nähe. Ups. Nee, andersrum. Also ich bin nicht genau am Haus. Ah, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Deswegen habe ich auch gesagt, in der groben Nähe. Die, genau, die sind da. Hörtest du da gerade was? Ja, hallo. Wooden Fiber. Ich dachte, ich habe genug, aber man kann sich von dem Zeug nicht genug haben. Ach so, deine Knieschoner sind in der Truhe. Jo, habe ich mich schon bedient. Und ich habe mir gleich zwei Fackeln gemacht, damit mir das nicht nochmal passiert. Oh ja, das brauche ich auch noch. Und dann kann ich schon glatt wieder auf Fiberjagd gehen. Fiber, Fiber. Und ich habe wieder... Ich bin aber auch gerade nicht hungrig, das ist das Problem. Was ist denn hier vorne? Spoiled Meat. Okay, da packe ich noch mehr zu. Juhu, ich habe endlich sowas wie eine Rüstung. So, was wollte ich schon machen? Achso, ich wollte wieder ein bisschen was zurücklegen. Aber wir sind doch schon voll gut ausgerüstet. Helm, Brust und... Wobei, warte mal. Ich habe beim Ameisenhelm ein Symbol mit einer Schubkarre. Die Ahornsachen haben ein Symbol jeweils mit einem Herzen. Hm. Ah, okay, die Ahornsachen bringen schon mal bessere Defense. Defense, go. Also, wenn du draufklickst, dann steht dann auch, was davon die Besonderheit ist. Also, die Ahornsachen geben uns mehr Maximum Leben, ja. So, was brauchte ich jetzt nochmal für die Fackel? Fiber. Sprig, Slap, Woven Fiber, Dry, Grass Chunk. Sprig haben wir genug. Über. Ja, ich habe auch noch ein paar. In der Kiste Dinge müssten 19 gemacht. Mittlerweile sein oder so. Die wachsen auch echt an jeder Ecke. Aber von Fiber kann man. Also, Fiber wächst auch überall, aber. Ey, die machen eigentlich Arbeiten, die man auch eigentlich. Ja. So. Nachts machen kann oder so. Stimmt eigentlich. Wollen wir nochmal irgendwas kundschaften? Können wir gleich machen. Also, Norden ist ja das Bäumchen und die Spinnen. Wir können ja noch nach links und rechts. Süden hätten wir auch noch im Angebot. Aber ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Du kannst bald mit loswerden. Aus der Heldentasse. Haha. Nein, den kann ich mir nicht leisten. Ich hatte doch. War das hier bei diesem Ding? Ja. Wo ist mein. Ah. Erstmal ist mir was aufgefallen. Ja, warte mal, wo bist du denn da? Hier bei dem Trinkgefäß auf dem Strohhalm.
Ja. Hier gibt es irgendeinen Strohhalm, hier, ne? Und da ist so ein Leuchteding, das gibt uns Erfahrungspunkte. Oh. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da hochklettern. Ja, vielleicht müsste man irgendwas bauen, damit man auf dieses Gerät kommt. Und von dort auf den Strohhalm. Sonst wüsste ich nicht, wie man da hochkommt. Nee. Gut, aber egal. Was willst du? Osten, Westen? Da richte ich mich nach dir. Du darfst entscheiden. Osten, Westen. Jetzt entscheiden. Westen. Dann Westen ist da, wo der Finger nach Osten zeigt. Da lang. Da gehen wir zum Baum. Ja, so ein bisschen hier so. Und wenn du irgendwo einen Tautropfen oder so siehst, ne? Ich hätte da ein bisschen Durst. Jupp. Tautropfen. Hast Hopp du? Ein. Ja. Oh, ich kann ihn trinken. I mean, this is probably what bottled water is. Gut. Hast du? Jawohl. Was ist das? Clay. Ah. Oh, dafür brauchen wir eine Schaufel. Die habe ich parat. Sehr gut. Mit weiser Voraussicht. Nein, ich habe getrunken. Igitt, mach das sowas nicht. Ich wollte den Clay haben. Da kann man bestimmt was machen und da vorne rennt eine Ameise lang, wollte ich nur sagen. Ja, und hier war was anderes und ich habe gerade einen Speer verloren. Ist mein Ton gerade mal ganz kurz? Ach, da ist die Mystery Machine. Jep, dann lass uns weiter. An der Mystery Machine vorbei. Ja. Warte, ich folge dir. Oh, da ist eine Kacklarve. Kacklarven, Rückzug, Rückzug, Rückzug! Ich bin irgendwie hochgekommen hier. Ja. Ach. Das schafft ihr nicht, ihr kleinen Wichser, ha? Scheiß, ich glaube, das sind wirklich hier, Marienkäferlarven? Marienkäferlarven, ja. Die Fra! Kommen die hoch? Bei mir hört das Blatt jetzt langsam auf. Schade, ich treffe sie von hier oben nicht. Man kann auf den Blättern hüpfen. Cool. Ich bin bei dir. Cool. Wollen wir auf der anderen Seite abhauen? Ja. Ihr kleinen Wichser, verpisst euch. Da hinten sicherheitshalber gleich auf den Stein. Oh, ich bin nicht drauf gekommen. Ich höre aber Kampfmusik. Irgendwas ist kampfmäßig. Ja, die sind noch hier. Einer rennt hinter dir her. Nein! Fuck you. Wo ist mein... Braucht sich das noch eine hinter dir? Oh. Komm zu mir, Heinrich! Über den Stein hier hoch! Ach Gott sei Dank, ich bin hochgekommen. Diese scheiß Larven, Alter! So viel Speere kannst du gar nicht bauen. Da war auch so ein Anfangszelt, ne? Sind wir noch nicht mal aus dem Anfangsgebiet rausgekommen, scheiß Larven. Okay, versuchen wir da weiterzugehen, wo du versucht hast, weiterzugehen. Dein Dings ist auch noch da, dein Scheiße, die sind immer noch da unten. Die haben Geduld, das gibt's nicht. Ah, es kommt die fucking Kackmusik. Kampfmusik. Ich hab deinen Speer. Ja, sie sind noch da. Oh, jetzt sind wir ganz am Anfang. Lauf! Okay, ich höre keine Kampfmusik mehr. Aber sie sind noch in der Ecke. Ah, wir können was analysieren. Er kommt, weg da. Mit dann analysieren. Ich sehe den nächsten Stein. Da ist auch was zum Lernen. Ich komme hier bloß nicht auf den Stein, doch. Das ist der nächste Safe-Stein. Hier ist das Gras ja ganz schön trocken und ich habe eine Katze im Bild. Hier, komm, hier rüber. Hier war, konntest du hoch. Doch, ich glaube, eine können wir... Nur einer, wollte ich gerade sagen. Den schaffen wir doch. Aber warte mal. Ich will da mal versuchen, einen Speer zu werfen. Oh.
Eckling. Attacke! Oh, ich hab keinen Speer mehr. Wo ist er hin? Du hast ihn. Unsere erste Larve. Hast du einen Kopf abgebaut oder was? Ja. Lava Spike. Und ich kann einen Lava Blade machen. Wo bist du? Cool, hinter dir. Aber jetzt habe ich von 4 Speeren nur noch 2. Okay, ich habe noch 5. Okay, wenn du mal einen daneben wirfst, nehme ich ihn mir. Ja. So, jetzt muss ich erstmal was essen. Ich habe hier noch einen Pilz. Worse than my mom's Brussels sprouts. So. Jetzt sind wir wirklich mal ein bisschen weiter. Hier waren wir noch gar nicht. Nee, hier ist das Gras ganz schön trocken, hatte ich und gesagt. Und da ist Marienkäfer. Das heißt, wir gehen weiter nach links. Wir haben gerade seine Babys getötet. Ja, ist ja nicht so schlimm. Oh, hier sind wieder ganz viele Löcher und Sachen, die nach unten gehen. Wir gehen erstmal nicht... Ich hoffe, dass da ein Ameisenhaufen ist. Oh. Wenn man da so nach links schaut, aber... Spinnen. Voraus ist eine Spinne. Direkt dahinter, hinterm Gras. Oh ja, ich habe das Gras sich bewegen gesehen. Einmal, ich muss noch was essen. Da in die Richtung, da sehe ich was Lilanes. Das ist zwar nach Norden, aber... Oh, oh. Ja, die sieht uns, ne? Nee, geht wieder weg. Lilanes, ich folge dir. Ich... Ja, gucken wir mal, ob wir da vielleicht links rumkommen irgendwie. Spinnen scheinen ja echt... Loch. Mir nicht unbedingt ins Loch rein. Wer weiß, wie wir da wieder rauskommen. Ja, ja. Es muss doch irgendwas geben. Oh, hier könnte man hier weiterkommen, genau. Aber hier ist Gebiet von Spinnennests. Kann man das so abhauen? Was denn? Ist direkt, ja. Aber wenn du mal auf die Karte schaust, da sieht es aus, als ob das irgendwie... Aber wir waren dahinter doch auch schon. Ey! Hau mich doch nicht! Entschuldigung, ich wollte spinnen. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Gehen wir mal weiter. Ja, hast du blockiert. Ey, sind das große Nägel, ey. Oh, da sind Disteln. Oh, guck mal, hier könnte man vielleicht drunter durch. Nein. Aber da ist irgendwas. Das sind oh, fuck you. Spinne. Große Spinne, böse Spinne. Oder irgendein Käfer, würde ich sogar sagen. Nee, Spinne, oder? Du hast hinter dir auch welche. 2 Stück. Oh, fuck. Scheiße, kommst du da irgendwie hoch? Fuck. Ja. Sind wir fast schachmatt, du. Warte mal, ich versuche jetzt den hier zu überlisten, indem ich zu dir komme. Mhm. Und er auch. Weil das war keine Spinne, aber auch groß. Mal gucken, ob Marienkäfer gegen fightet. Ne, Marienkäfer ruht sich erstmal aus, ne? Ey, du dreckiger Kackkäfer. Das ist ein Kackkäfer. Ich glaube, in dem Spiel ist der Bogen allmächtig. Ja. Oh! Alter, der spritzt! Ich bin irgendwie, ja. Lass dir abhauen, ey. Der pupst uns an. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Okay, hätte ich nicht essen sollen. Der Westen scheint gefährlich zu sein. Wir sind doch nicht weit gekommen. Nee. Aber wir haben jetzt auch nichts gefunden, wo wir quasi, Nee. Oh, Ameise.
Oh, das könnte eine Fliege gewesen sein. Nö, so ein Rüsselkäfer, aber wir brauchen ja Fleisch. Wird ja bald wieder dunkel. Willst du noch weiter in den Westen? Ich möchte mich noch hier. Ja gut, ein bisschen können wir noch mal. Noch haben wir ein bisschen Sonne. Ah, diese Flöhe treffe ich einfach nicht. Ach komm, hör auf. Ja, da ist auch wieder Spinne. Kämpft gegen sogar irgendwas. Mhm. Wir nur wissen, gegen was. Oh, irgendwas im Boden, so wie das staubt. Wir nur wissen... Gegen Wanzen. Die kämpft gegen irgendwelche Wanzen. Gegen Larven vom Marienkäfer? Nein, Wanzen. Das sind Wanzen. Okay, die eine kommt in unsere Richtung. Wir müssen weg, 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 weg. Wir müssen Rückzug. Ah, sie kommt immer noch in unsere Richtung. Ich bin weg, 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 weg. Ich renne mal in deine Richtung. Deine Richtung scheint die richtige zu sein. Ja, ich habe jetzt vom Westen genug. Also im Westen nichts Neues. Ja, dann gucken wir uns nächstes Mal den Osten an. Das sieht nach Ameisenhügel aus. Ja, da gehen wir noch nicht rein. Nee, wir gehen auch gleich hier weg. Sonst kommt gleich, wenn hier ein Rudel Ameisen kommt, sehen wir schwarz. Hm. Hm. Aber da vorne ist schon eine. So nah am Ameisenhügel will ich die ungern töten. Nee, da will ich auch keinen Stress schieben. Ah, hier ist der Baseball. Ah, den kennen wir ja. Gott sei Dank. Baseball. Puh. Oh, wir müssten weiter in die Richtung. Ah ja, genau, hier ist wieder das Anfangslabor. Oh, Ameise. Die müssen wir uns holen. Okay. Dann gucken wir mal, ich guck mal, ob ich noch irgendwas analysieren kann. Toll, wir können die ja irgendwo anhängen. So ein Head Mount. Hm. Oh, wir können Gummi herstellen. Ja. Wollen wir weiter? Ja. Ah, ob die Larven von hier unten kommen? Keine Ahnung. Ah. Oh. Geh da mal tauchen. Light. Mach mal Licht, ob dir das hilft, keine Ahnung. Ich gehe auch gleich wieder raus, danke. Mit Licht war eine gute Idee. Ich finde, wir können uns auch nächstes Mal so ein bisschen die, Dingens noch anschauen, Womans, Dingens. Ah, oh, Wasser, danke, das ist eine gute Idee. That's not so bad. Hm, schade. Da oben hängt noch was. Hier. Box mal. Don't even need to danke. Boil it. Hier sind ja noch mehrere von den, Bums, Dings. Von den Kameras. Ja. Vielleicht können wir uns ja an den Kameras mal so ein bisschen entlanghangeln, weil ich meine, da waren auch die Fliegen so ein bisschen. Und wo ist eigentlich unser Zuhause? Da, wo ich jetzt langlaufe. Ah, sehr gut. Oh ja, da ist ja das Trinkpäckchen. Ah, wir haben die Tür vergessen zu schließen. Ja. Gut, dass wir kein Feuer hatten. Sonst hätten wir jetzt ein Haus mit Ameisen. Und hier wächst schon wieder Zeug rein. Ist ja unglaublich. Nee, nee, nee. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal für heute einen Break. War ja ein bisschen ruhig, ein bisschen erkunden und ein bisschen am Baum. Wir haben jetzt Clay, was man immer machen kann. Wir können noch was mit Form. Das ist schön. Ich überlege gerade, wie hieß der Film? Sam's Geist oder so? Wo die Frau da irgendwas aus Ton macht.
Und der Geist hinter Oh, Nachricht von Sam. Ah, so ein Scheiß. Aber daran musste ich gerade denken. Warum kenne ich das? Ich will es nicht kennen. Guckt es euch nicht an, es ist Mist. Ich fand den früher sehr toll. Ja, ist auch ein Frauenfilm. Ist alles gut. Oh, ich kann Bandagen machen. Oh. Schön, ich kann Fleisch kochen, bevor das noch schlecht wird. Für jeden ein Stück. Und eins ist schon wieder schlecht geworden. Ich brauche noch ein, zwei Speere. Ah, jetzt habe ich wieder was aufgenommen. Kannst du doch irgendwie auch Dings machen hier, so wie heißt das hier, so Wandleuchten. Fände ich eigentlich ganz schön. Fackeln? Na gut, da filmt man die Basis schon im Dunkeln, das ist natürlich praktisch. Ja. Nee, nur so ein Trailmarker. Aber das macht irgendwie ein. Ich glaube, ich mache da trotzdem mal Brick, Fiber und Cloverly. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Break. Und sobald es wieder Licht wird, starten wir die nächste Aufnahme. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.